Hallo, Sion hier und weiter geht es mit God of War für die PS4. Es fühlt sich viel besser an, wenn ich das Intro machen darf und nicht ein gewisser Kopf anfängt zu reden. So, jedenfalls, beim letzten Mal haben wir gesagt, hey, es gibt noch ein bisschen was an Sidequests. Und ich würde sagen, wir gehen daher ein Stückchen zurück und überlegen mal, welche Sidequests wir von diesen beiden als erstes angehen werden. Die alte oder die neue. Ha! Aber gut, denn genau, beim letzten Mal waren, oder nicht beim letzten Mal, beim letzten Mal haben wir ordentlich gekloppt. Wir haben einiges Neues an Rüstungen gefunden. Ah, das ist der Sprintangriff, okay. Ja, aber wir haben einiges Neues an Rüstungen gefunden. Hier gibt es noch einige Rätsel, die ich noch nicht geknackt habe und vielleicht auch erstmal nicht knacken werde. Denn ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch darüber geredet, hey, es gibt einiges an Trophäen, was man wohl später sammeln könnte. Oder Trophy und bla bla bla. Und da bin ich wieder voll drin. Übrigens, was das angeht, die nächste Platin, die ich anstrebe, ist übrigens wahrscheinlich die für die Mega Man. Was denn? Was? Was? So, Mann, unterbrich dein Vater nicht. Was ich sagen wollte, ja, die... Moment, will hier einer was aufs Maul? Nee. Ist die für die Mega Man X Legacy Collection. Ich bin tatsächlich schon fast fertig. Oder sagen wir halb fertig. Auch wenn ich erst 35% habe, aber ich bin halb fertig, weil ich habe X2, fehlt mir noch eine Trophy, dann habe ich X2 fertig. Und dann muss ich noch X3 machen, was ich wahrscheinlich in einem Run schaffen kann. Und dann X4. X4 wird für mich interessant, weil ich habe Mega Man X4 noch nie gespielt. Ich habe bis jetzt nur die ersten drei gezockt und das mehr als genug. Deswegen konnte ich da bis jetzt die Sachen auch relativ schnell lösen. Aber ich bin gespannt auf Mega Man X4. Sehr gespannt tatsächlich. Und Moment, sind hier zwei Sidequests? Ah ne, das beides gehört zusammen, okay. Gut, das High und hier auch? Okay, gut, da gibt's wieder einige Sachen zu tun. Dann, wo bin ich? Hier bin ich? Kratos. Okay, eigentlich können wir ein Stück weit zurücklaufen, aber ich möchte gerne dahin. Verfolgen. Okay. So, weil... Ich denke, dann können wir auch gemütlich mit dem Schiff zurückfahren. Ja, nimm mal den Kopf, ja? Danke. Okay, das heißt, wir haben jetzt einiges an Sidequests die nächsten Folgen zu tun. Ich denke, das ist okay. Ich meine, diejenigen, die Chrono Trigger gesehen haben, die wissen, dass man manchmal auch mal 10 Parts oder 15 Parts hintereinander nur Sidequests macht. Boy, wie viele Sidequests haben wir gemacht? Allein in diesen Nintendo DS-exklusiven Sidequests. Das war echt viel. Warum würde Freya Odin heiraten? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Okay, mehr Geschichten hat er wohl erstmal nicht. Soll mir recht sein und wir haben hier neue Fässer. Ich meine zumindest, dass hier letztes Mal keine mehr waren, aber mehr Cash ist immer gut zu haben. Denn Upgrades für neue Rüstung, wenn wir die Sidequest des Zwerges übernehmen... werden wahrscheinlich wieder teuer. Denke nicht, dass der uns irgendwas schenkt, außer irgendwelche Items wieder. Ah ja, bin auch gespannt. Denn wir haben die Axt beim letzten Mal nochmal hochgepowert. Haben neues Equipment, was zwar ein bisschen an Angriff runtergehauen hat, aber dafür Runen hoch, Abwehr hoch. Und damit fühle ich mich ganz gut. Ja, ich fühle mich damit ganz gut. Bin schon gespannt und heiß drauf, meine Axt in einige Schädel zu kloppen. Einige Schädel und zerreißen und beißen und... was Kratos nun mal gerne so im Kampf macht, ne? Ah, gut, wir sind wieder in der See der Neuen, das passt. Und dann haben wir hier links anscheinend die erste... Ist das hier? Ja, sieht gut aus. Okay. So, wo darf ich andocken? Ja, sieht doch gut aus. So, Sonnemann, du weißt, wie es geht. Schieß mal drauf. Gut, dass du dich dabei nicht verletzt. Aber... oh, nee! Sag mir jetzt nicht, ich hätte da was abreißen sollen. Nee, ich glaube nicht. Okay, aber damit können wir nicht. Wir brauchen das Feuer. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel sowas einbaut, dass ich das verpasse. Das wäre ja fies. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn hier oben was ist, was ich irgendwie abreißen und werfen kann, dann... na, darf ich? Danke. So. Lass mich jetzt... achso, das war's schon. Das muss Gulbeck sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Naja, wir arbeiten dran. Ist das so? So, will hier nochmal einer kämpfen? Level 6! Shit! Was ist das denn? Wow, 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 okay!
Ja, okay. Level 6 ist noch nicht drin. Die Tore erinnern mich ein bisschen an Final Fantasy, World of Final Fantasy. Da gibt's auch so eine gewissen Tore, die Hardcore-Gegner beinhalten. Ah, ist auch ein schönes Spiel eigentlich gewesen. Aber okay, da wollen wir erstmal noch nichts mit zu tun haben. Level 6 ist ja echt Hardcore. Na, hoch bitte. Aber wir können hier sonst noch schauen, ob hier irgendwas anderes noch ist, wenn wir schon hier sind. Na komm, rein da. Oh, na, wen haben wir denn da? Schreine zerstören, die Fafnir festhalten. Okay. Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Hi. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Das ist aber eine andere Sidequest, oder? Das ist Fafnirs Flug. Also das ist die... Noch eine andere Sidequest. Okay. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Erinnert mich ein bisschen an Demon's Souls, aber da kann ich jetzt nicht ganz genau, wie soll ich das sagen? Da gab es so ein paar Passagen, wo man so einen großen Drachen killen sollte. Sah ungefähr so aus, nur dass immer Feuer gespuckt wurde. Ah ja. Okay, Feuer wird gespuckt. Bereit machen. Hey, ich helfe dir, greif mich nicht an. Immer mit der Ruhe. Ja, kommt her. Kommt her. Wer will einen aufs Maul, ja? Du? Na komm. Habt ihr was von der Seite? Du! Du bist ja süß. Komm her. Komm her. Nein, ey. Du bist ja richtig lieber. Du warst ja nicht mal meine Zeit wert. Komm, Sohn. Zeig uns die Vögel. Hm, auf jeden Fall deutlich kürzer. Ja, hast du dein Schild verloren, mein Lieber, ne? Oder deine Abwehr verloren, wenn wir ganz politisch korrekt sind. Komm, mal block das. So, und ich weiß nicht, ob du das da alleine durchstehst, aber Papa kommt schon. Komm her. Komm, komm, komm. Sauber. Keine Sorge, ich helfe dir auch gleich, ja? Na komm, spuck Feuer. Wo wartest du denn? Danke. Ja. Seine wenigstens dann. Na komm, ne? Okay, danke, Sohn. Eigentlich wollte ich ihn kontern. Aber. Oh, weg. Oh, da bin ich. So, wie war das? L1 im Kreis? Ah, nice. So kann ich mich dann einmal kurz heilen. Okay, gut zu wissen. So. Okay, bevor ich das andere Zeug hole, komme ich erstmal zu dir, ja? Okay, geht nicht. Ich muss die Rune klatschen. Okay, okay, okay. Wir müssen 3 Runen klatschen. Erstmal wieder weg. Kann mal sehen, ob man die... Geht's dir gut? Junge, mit wem kämpfst du denn? Da ist doch nix. Gehen wir. Irgendwo müssen wir 3 Runen finden. Da ist eins. Hä? Wie? War ich die gerade kaputt? Okay, nice. War mir erst nicht sicher, ja? Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Hier, Junge. Mhm. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Ja, kriege ich auch was davon? Anscheinend ja nicht. Ah, doch. Ah. Meine Schlucht und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Geh weg, meine Schätze. Denk nicht mal dran. Fafnir, ja? Okay. Nun denn, noch mehr Cash? Nee, noch mehr zum Bastian. So, aber hier geht's doch wieder raus. Ich will doch nicht raus, oder? Oder ist hier immer noch die... Okay, anscheinend geht's hier weiter mit Fafnirs Flug. Dann gehen wir. Ist aber auch ein bisschen schwer, hier durchzuorientieren. Okay, wir sind noch richtig. Gut, gut, gut. Aber da geht's raus. Und raus will ich nicht. Würde dir gerne helfen, du blödes Ding. Aber hier darf ich nicht rein. Okay, da müssen wir einen anderen Weg finden. Schauen wir mal. Irgendwie... Da sieht's gut aus. Oh. Mensch, der ballert aber auch... Total.
Das sieht gut aus. Mensch, was der Junge für Sprünge hinlegt, überrascht mich ja gar nicht mehr. Am Anfang ja, am Anfang war ich echt baff, wie weit der Kleine springen konnte, aber... Na, wem... Oder was feierst du denn hier, mein Kleiner? Ah, du bist ja einer hier. Das ist wie so ein Darknut von Zelda, oder wie? Denkst du, du hast was drauf? Ach komm, weißt du, das brauche ich gar nicht. Komm her. Komm her. Blockst du mich jetzt, oder was? Hopp. Nix da. Danke, Sohn. Ich glaube, du sollst die anderen Pfeile mal versuchen. Nee. Oh, das dauert aber. Das dauert ganz schön. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Naja, aber der ist so langsam. Also, der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Also der... Der hat keine Chance. Ist alles kein Problem. Oh! Oh! Ups, ich dachte, ich kann das noch gar nicht machen. Aber nice. Aber eigentlich würde ich ja gerne den dann kloppen, ne? Komm. Oder natürlich habe ich dann keine... Ist mir die Luft ausgegangen für dich, ja? Ach, du bist auch eine Stufe 5, interessanterweise. Naja. Als ob du jetzt so viel kannst. Wenn du so früh immer ansagst, dass du mich hauen willst, hast du wirklich keine Chance. Und der Sohnemann will sich den Kill holen, ey. Oder wie? Ja, sag mal. Oh, ne. Ne, nicht so. Und du vielleicht noch. Okay, easy. Und wir kriegen noch was. Warum nicht? Mittendrin, während wir irgendwen klatschen. Okay, sollen wir ein paar klatschen für eine Auszeichnung? Warum nicht? Aber, ja, der hatte halt viel Leben. Ist jetzt die Frage, ob mein Angriff zu gering war für den. Oder ob das wirklich so lange dauert. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Wahlgöttin ein Schmuckstück geraubt. Okay, ich glaube, es ist besser, durch die Tür zu gehen. Denn wenn dieses blöde Vieh mich angreift, während ich da runterkraxel, ist das nicht so gesund für Kratos' Haut, vermute ich jetzt einfach mal. Wie viel sein Sohn dabei abkriegt, ist vielleicht gar nicht so relevant. Na komm, baller mal. Danke. So, guck mal, da vorne ist es doch schon. Ich helfe dir doch. Weh, du bringst mich um. So, bitteschön. Gern geschehen. Wow, 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 wow. Was kommt denn da noch? Was bist du denn? Komm, töte ihn, Fafnir. Oh, wow, wow. Weißt du, ich rette dich? Ja, schickst du mir Donner? Sag mal, bist du... Oh, was, was? Wow, wie viel Damage machst du denn? Freund hier. Oh. Oh, du bist einer von der Sorte? Die kann ich ja gar nicht leiden. So, ein Vögel. Oh, oh, oh. Wow, 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 gut, gut, gut. Komm. Komm. Oh, ja, 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 ja. Kann ich mich nochmal heilen? Kann ich gut. Gut, gut, gut. Komm her. Ist auch so eine Stufe 5, ja? Oh, wow, 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 shit. Hier passiert mir gerade ein bisschen zu viel am Screen, wenn ich ehrlich bin. Kommt, weg mit euch. Nee, nee, nee. Wir haben den ersten um. Sauber. Komm, so, können wir uns um einen nach dem anderen kümmern, bitte? Komm, ja, kümmer du dich mal. Papa ist fast tot. Kann ich nochmal powern? Nee, ich darf nicht powern. Ich darf nicht powern. Ich habe auch nichts mehr, um mich zu heilen, oder? Nee. Ah, oh, wow. Na, dann soll mal der herkommen. Komm mal her. Na, dann du. Mir egal. Einer von euch. Aber nicht beide. Hm. Okay, mach ihn lang. Ich weiß gar nicht. Nee, das ist lehm oder langsam? Okay, eins gegen eins kriegen wir dich hin.
Das ist kein Problem. Das Problem ist eher, wenn der nächste noch kommt. Okay, ich weiß nicht, wo ich den Damage genommen habe. Aber die beiden physischen sind gar nicht, also die beiden mit der Keule sind nicht das Problem. Das Problem ist das Scheißteil, was sich warbt und dann noch dieser Donner von dem Drachen. Dagegen brauche ich was. Ich würde sagen, ich lock die wirklich alle erstmal. Oh, nein, das ist mein Sohn. Ich würde sagen, ich lock die alle erstmal hier raus. Und dich würde ich gerne ansehen, ja? Ja, ich glaube, ich wechsle auch wieder zu den Wölfen. Fallen wir irgendwie doch besser. Na, kommt. Okay. Ja, wow, 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 wow. Macht aber auch ordentlichen Damage, ne? Okay, nee. Okay, die Frage ist, ob ich sie schneller stunnen kann, ohne die Axt vielleicht? Aber wie gesagt, die beiden sind gar nicht so das Problem. Teilen aber auch ordentlich aus. Aber gut, wir machen es anders. Aber ich denke, hier drüben bin ich schon mal sicher, einfach vor dem Drachen. Oder kann ich den Donner des Drachen auch verwenden, damit die ihm Schaden zufügen? Oder dass er ihnen Schaden zufügt, das ist natürlich auch noch eine Sache. So, wo sind die? Ach so, gut, ihr triggert erst jetzt, ja? Ihr seid ja Pfeifen. Naja, die geben mich auf. Komm, Son. Kommt her. Kommt her. Okay, weg. Nein, nicht zurück. Rein. Okay, rein geht nicht. Okay, anscheinend. Anscheinend schon, oder? Komm. Komm, bring den. Wie heilen? Nix heilen. Oh, bin ich ihm jetzt ernsthaft in den Angriff reingelaufen? Okay, ich gehe mich kurz konzentrieren, ihr Lieben. Ja, ich bin mal kurz still und klatsch die mal kurz. Okay, das hat mich jetzt bestimmt 6 Versuche gebraucht, bis ich den Drachen wirklich so verwenden konnte, dass er mir die beiden wegkillt. Halt, oh ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Oh, shit, shit, shit. Konzentration weiter, da sind seine letzter Gegner. Die anderen sollten down sein. Ich brauch den Sohnemann dafür. Komm schon. Leben das Ding doch mal. So, ich glaub, die Pfeile brauchen wir. Ist okay. Komm, schieß drauf. Sauber. Oh, oh, oh. Jetzt will ich bestimmt nicht draufgehen, ne? Sauber, sauber, sauber. Du, ey, komm. Okay, wir haben alle gekillt. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Hat mich deutliche Anstrengung gekostet. Deutliche Anstrengung. Aber hey, hinbekommen. Hinbekommen. Woo!
Soll ich dir helfen, Junge, oder machst du das? Okay, er macht das schon. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Na, er greift mich nicht mehr an. Verstehst du, dass ich dich gerettet habe, ja? Okay. Brillante Schuppe des Gefesselten. Moderate Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Okay. Nice. Fafnirs Flug. Drachengefallen erledigt. Sauber. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie lange die Episode eigentlich geht, dadurch, dass ich hierfür wirklich bestimmt 10 Minuten gebraucht habe, bis ich das gebacken gekriegt habe. Deswegen haben wir eventuell heute einen Part, der zu kurz oder zu lang ist. Ich schätze, wir werden es am Ende sehen, wenn ich die ganze Aufnahme stoppe, weil ich während meiner Versuche die Aufnahme halt nicht gestoppt habe, logischerweise, weil der Versuch der... Oh, ist das was? Ah, Eimerchen, okay. Ja, aber der Versuch sollte natürlich auch dranbleiben, ne? Aber gut. Hauptsache geschafft. Und ich glaube, von hier sind wir gekommen, kann das sein? Sieht zumindest ganz gut aus. Nice, das heißt, jetzt können wir wieder zu der anderen Sidequest zurückgehen, denn wir haben hier noch... Ja, das mystische Tor, das machen wir nicht. Aber wir haben da drüben noch ein bisschen was zu tun. Okay, alles klar. Dann wieder zurück zu dem, was wir eigentlich heute machen wollten, ne? Ist ein netter Bonus gewesen, definitiv. Und ich bin froh, dass ich es nach ein paar Versuchen dann doch gemeistert habe. Aber anstrengend war das allemal, bis ich dann wirklich gerafft habe, okay, der Drache macht nicht nur, weil am Anfang habe ich diesen Donnerangriff immer verwendet, dass die kurz gelähmt waren, aber das hat mir nicht so viel gebracht, bis ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich da in der Mitte stehe und er diesen Atem ballert und da einfach mit zwei, drei Angriffen die Dinger alleine komplett weghaut, dann übernimm du das mal, ne? So dein Team. Als Pass unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi, eine von Odins großen Lieben. Thors halb Gott und halb Riese? Schräg. Weißt du was? Halb Gott, halb Riese. Ich erzähl sie dir später. Ja, weißt du, wer noch halb Gott und halb Riese ist? Na, Kratos nicht, aber... Was? Wer redet da? Erik. Wo denn? Komm ich irgendwo? Ach du! Alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Meine Männer ertrunken. Und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Heelläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Aber diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien. Ich bin fest entschlossen. Okay. Ein Sturm verstreute meine drei Schiffe über den ganzen See. Ich weiß Moment. Bevor ich deine Nebenquest angehe, mein Freund, würde ich gerne erstmal die hier weitermachen, ja? Ich sehe schon, wir haben mehr als eine Seite. Ja, komm, halt mal die Klappe, ist okay. Okay, red weiter. Ja, wir haben doch einige Sidequests hier anscheinend vor uns, ja? Okay, dann haben wir halt ein bisschen was. Ui, Wölfe. Wölfe bekämpft man am besten mit Wölfen. Und mit Äxten. Yeah! Sauber. Oh, was bist du für einer? Level 5? Komm schon. Und friss. Hier hast du. Yeah! Nice. Damn, ey. Rennt man, sieht man ein paar Wölfe und ballert einfach drauf, ey. Konzentrierter. Konzentrierter ist gut. Die waren jetzt nicht wirklich, wenn ich mich erinnere, wie stark die Wölfe damals waren und ich ein paar Mal gereckt bin, ja, das waren anstrengende Wölfe. Oh, Junge, heb mal auf. Das war neben Level 5er Wolf anscheinend, ne? Ja, irgendwann muss ich mich auch mit den Schatzkarten auseinandersetzen, aber... Wobei ich halt auch nicht weiß, ob das Truhen sind, die vielleicht dann erst auftauchen und sonst nicht zu sehen sind, oder ob ich da wirklich irgendwas ausgraben muss oder so, das weiß ich nicht, aber ich schätze, wir werden sehen. Und ja, ein Eimerchen. Ist da was Sinnvolles drin? Wahrscheinlich Cash.
Gehen wir zurück. Cash ist auch wichtig, ne? Wenn mir am Ende Geld irgendwie zu knapp ist, weil ich es hier nicht mitgenommen habe, dann würde ich mich ärgern. Von daher gehen wir zurück und sammeln das mal auf. Hey, ja, war gar nicht so wenig. Von daher. Ja, ihr wisst doch, Waffen verbessern bezahlt sich nun mal nicht von alleine oder generell Ausrüstungsverbesserung. Einer muss dafür immer herhalten, ja? Oh, da ist noch ein Eimer. Gut, den nehme ich dann später auf dem Rückweg mit. Ja, komm. Später. Jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Hoffe nur, das verschwindet nicht. Aber ich schätze, wir werden sehen. Noch mehr Geld, oder? Nee, die Anatomie der Hoffnung. Ah, okay. Was willst du ihr sagen? Ulrik? Mutter, was liegt dir auf dem Herzen? Ich glaube... Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Das verstehst du nicht. Du auch nicht. Nun ja... Wie ist sie gestorben, ha? Huh? Ich meine, sie war ja schon zu Beginn des Spiels tot. Was hat sie wohl mit Kratos gemeinsam erlebt, ja? Im Sinne von... Wie hat er zu ihr gefunden? Das sind so Sachen, die mich schon interessieren würden. Aber gut, einen haben wir noch. Den hier, ne? Ne, das ist das mystische Tor. Wo ist der letzte? Da, Anatomie der Hoffnung. Wir müssen hier wieder raus, okay. Ich muss wieder zum Schiff. Aber dann gehe ich lieber den Weg zu... Oh, was bist du denn? Na, komm her. Komm her. Nix da, mein Lieber. Oh, fuck, ich bin fast tot. Warum bin ich fast tot? Scheiße, ey. Da habe ich ja mal noch ganz schnell gerafft, dass ich fast tot bin, ey. Das war aber knapp. Das war wirklich verdammt knapp. Das war verdammt knapp, ey. Ah, komm. Wow, der reißt sich nochmal los. Junge, kümmere dich drum. Brauch die Energie. Okay. Scheiße. Oh. Okay, kann man nicht blocken. Ah. Mensch, das sind die großen Brüder von den Wölfen, die ich vorhin geklatscht habe, oder wie? Ja, ey, zu meiner Verteidigung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da irgendwelche Gegner auf einmal auftauchen. Ich wollte einfach gechillt wieder zurücklaufen, ja? Und dann werde ich einfach von Wölfen verfolgt. Ach Mensch, ja? So, nochmal. Schauen wir mal, wir sind hier hochgegangen, ne? Können wir gerne nochmal versuchen. Ja, wenn da hinten jetzt noch Geld liegt, ist mir gerade egal. So, hier war das. Hier, das Ding haben wir anscheinend geholt. Gehen hier wieder runter. Und die würde ich gerne jetzt nochmal klatschen. Kommt nochmal her. Die Truhe haben wir auch alles schon geholt. So, komm her. Wölfe. Oh. Okay, der leuchtet da rot. Alles klar. Und du kriegst jetzt aufs Maul, der andere, ja? Komm her. Na gut, komm. Wahrscheinlich ein bisschen Verschwendung, aber gleichzeitig verballere ich gerade nicht meine Energie. Das ist okay. Okay, er reißt sich nochmal los. Oh, komm. Achso, shit. Jetzt habe ich meine Energie abgebrochen anscheinend. Oh. Komm. Ja. Die Attacken mag ich nicht. Generell rote Attacken mag ich nicht. Auch wenn ich sowieso lieber ausweiche, aber das Problem ist, wenn ich es nicht schaffe auszuweichen und blocken will, kann ich die nicht blocken. Wow. Den da bitte. Den da. Nochmal. Okay, nice. Na komm. Yeah, komm. Oh. Heilen. Okay. Junge. Komm schon. Kommt wieder. Okay, komm her.
gibt dir den richtigen Punch hier. Ach, Stufe 5. Feuerrecker. Oh. Nix, okay. Okay. Komm, Sohn, kannst du nochmal die Wölfe schicken? Kannst du nicht. Komm, lähm ihn. Oh, 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 oh. Oh, ja, 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 ja. Okay. Komm schon, geh drauf. Dankeschön, der blaue Feuer hat es ja getan. Mensch, ey. Die haben aber geballert. Oh, was ist das? Ist da was? Oder kann ich hier noch was entfachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, aber was ist das da oben? Mensch, die waren aber echt hart im Nehmen gerade. Ohne Witz. Ich schätze, die Sidequest beenden wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie lang diese Aufnahme jetzt tatsächlich ist. Das ist eher ein Problem. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück zum Schiff. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Aber Mensch, ey. Mensch, Mensch, Mensch. So. Überlege auch, vielleicht schaffe ich es heute noch ein anderes eine Stunde mit aufzunehmen. Das wäre vielleicht noch ganz entspannt. Dafür wäre vielleicht noch die Zeit da. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, ja, dürfte funktionieren. So. Ich könnte sogar hierhin zurück. Aber es bringt mir gerade nicht so viel, weil der nächste ja eigentlich relativ in der Nähe ist. Ich hatte Möglichkeiten für Jagd und Handel in diesen Landen erkannt. Meine Suche nach Jütenheim gab ich vor langer Zeit auf. Das ist etwas für jüngere, hoffnungsvollere Männer. Aber ich war übereifrig. Und meine Leute haben einen hohen Preis gezahlt. Ja, deine Sidequest mache ich später, ja? Okay. Würde ich sagen, für den Moment soll es das gewesen sein. Ach, Moment, so und Optionen und Speichern, so war das. Okay, und weiter geht's dann definitiv beim nächsten Mal in God of War für die PS4. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden sehen, wie lang dieser Part dann im Endeffekt ist. Und ich sage bis zum nächsten Mal bis dahin und bis dahin.